Hallo, liebe Pilzfreunde, die Temperaturen steigen, die Sonne lacht und in dieser Woche hatten wir tatsächlich schon das erste Mal 15 Grad plus und strahlenden Sonnenschein. Fast schon perfektes Frühlingswetter. Wenn es so weitergeht, dann wird es sicherlich nicht mehr lang dauern, bis sich die ersten echten Frühlingspilze zeigen. In diesem Video soll es deswegen um die ersten Werpeln 2022 gehen. Wann und wo man sie finden kann und mit welchen Arten Werpeln theoretisch verwechselt werden könnten. Die böhmische Werpel oder auch die Runzelwerpel. Die böhmische Werpel findet man vor allem im Auwald. Sie zeigt sich aber auch in Mischwäldern, auf Holzlagerplätzen oder auf Rindenmulch. In Auwäldern finden wir die böhmische Werpel vor allem bei Pappel und Esche. Wie die Morcheln bevorzugt auch die böhmische Werpel feuchte, kalkreiche Böden. In der Nähe wachsen außerdem immer gerne Schlüsselblumen, Schuppenwurz, Pestwurz, Wildanemonen und Bärlauch. In wärmeren Regionen findet man die böhmische Werpel bereits zum Start in den März. Bei uns in Oberbayern erscheinen die böhmischen Werpeln in der Regel nicht vor der zweiten Märzhälfte. Hauptsaison hat die böhmische Werpel vor allem im April. In manchen Regionen ist die böhmische Werpel durchaus häufig. Alleine bei uns in der Region sind uns mittlerweile mehrere Habitate der Art in verschiedenen Auwäldern an Alz und Inn bekannt. Auf Deutschland bezogen ist die Art aber selten und befindet sich mit dem Status RL3 gefährdet auf der roten Liste bedrohter Arten. Böhmische Werpel ist ein guter und beliebter Speisepilz. Tritt die böhmische Werpel massenhaft in Erscheinung, dann spricht aus unserer Sicht auch nichts dagegen, einen kleinen Teil der Fruchtkörper zu ernten. Bleibt es bei Einzelfunden, sollte die böhmische Werpel aufgrund der Seltenheit unserer Meinung nach aber auf alle Fälle geschont werden und im Habitat verbleiben. Eine besondere Gefahr geht aus unserer Sicht von der Riesenlorchel aus. Die Riesenlorchel sieht der böhmischen Werpel im Jungstadium sehr, sehr ähnlich und hat zudem auch noch ähnliche Ansprüche ans Habitat. Die Riesenlorchel ist zwar deutlich seltener als die böhmische Werpel, dafür aber, vor allem bei falscher Zubereitung, umso tödlicher. Wer die böhmische Werpel für Speisezwecke sammelt, der sollte sich unbedingt auch mit Arten wie der Riesenlorchel bzw. auch der häufigeren Frühjahrslorchel vertraut machen. Eine weitere sehr ähnliche Art ist die Käppchenmorchel. Die Käppchenmorchel sieht dabei nicht nur sehr ähnlich aus, sondern hat ebenfalls sehr, sehr ähnliche Ansprüche an das Habitat und erscheint ebenfalls gern bei Pappel. Unterschieden werden können die beiden Arten vor allem über die folgenden Merkmale: Käppchenmorchel. Stiel komplett hohl und Hut zu einem Drittel mit dem Stiel verbunden. Böhmische Werpel. Stiel kammerartig, wattig hohl und Hut nur an der Stielspitze mit dem Stiel verbunden. Im Pilzjahr 2021 hatten wir das große Glück, beide Arten auf einer Tour zu finden, weshalb wir nun einen direkten Vergleich der beiden Arten anbieten können.
Eine eher theoretische Verwechslungsgefahr geht dann auch noch von den anderen Morchelarten aus. Hierzu zählen zum Beispiel die verschiedenen Spitzmorcheln und die verschiedenen Speisemorchelarten. Im Gegensatz zu Werpeln haben die verschiedenen Morchelarten eine wabenartige Struktur im Kopfteil, während die böhmische Werpel eine leistenartige, quer- und längs verlaufende Struktur am Kopfteil besitzt. Eine weitere, aber viel seltenere Werpelart, zumindest bei uns, ist die Fingerhutwerpel. Ganz im Gegensatz zum Frühstarter böhmischer Werpel startet die Fingerhutwerpel bei uns in Oberbayern nämlich meist erst eher spät in den Frühling. Während die böhmische Werpel mit den Spitzmorcheln zu den ersten Frühlingspilzen gehört, erscheint die Fingerhutwerpel meist deutlich später und sogar meist erst etwas nach den ersten Speisemorcheln in der zweiten Aprilhälfte, eher schon fast in Richtung Mai. Fingerhutwerpeln sind ebenfalls Folgezersetzer und erscheinen auch in Auwäldern, gerne bei Eschen. Fingerhutwerpeln sind bei uns in Oberbayern, wie beschrieben, deutlich seltener zu finden und befinden sich auch insgesamt ebenfalls auf der roten Liste bedrohter Arten, allerdings mit dem Status RLG, Gefährdung unbekannten Ausmaßes. Wir konnten die Fingerhutwerpel bisher nur in zwei verschiedenen Habitaten entlang des Inns finden. Und somit ist klar, dass die Art wirklich deutlich seltener ist als die böhmische Werpel. Eine Art, die wir noch nicht finden konnten und die somit zumindest bei uns in der Region noch seltener zu sein scheint, wäre noch die runzelige Fingerhutwerpel. Diese ist den anderen Werpelarten sehr, sehr ähnlich, zeichnet sich aber durch einen in der Regel deutlich genatterten Stiel aus. So viel zu den verschiedenen Werpelarten. Wie sieht's denn bei euch mit den Werpeln aus? Wann tauchen sie bei euch auf? Konntet ihr eine oder vielleicht sogar schon alle drei der genannten Werpelarten finden? Vielleicht schreibt es uns in die Kommentare, gerne mit der Angabe zum Bundesland oder gar Landkreis. Gerade bei den Morcheln, Werpeln und Lorcheln gibt es da aus unserer Sicht regional immer wieder erstaunliche Unterschiede zum Erscheinen der verschiedenen Arten. Arten, die mancherorts schon jetzt im Februar gefunden werden, tauchen andernorts teilweise sogar erst Richtung April auf. Und so ist es wirklich ein ganz interessantes Thema für sich. Wie also beschrieben, haut's gerne in die Tasten, was das Zeug hält. Wir freuen uns da über jeden Erfahrungsbericht zum Thema. Zum Abschluss und um die Vorfreude auf die nächsten Wochen noch zu steigern, jetzt noch ein paar schöne Eindrücke aus dem bombastischen Werpeljahr 2021.